Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zur ersten Sendung der Metall Talk von Netzwerk Metall hier bei der Firma Baumann Glas in Baumgartenberg. Ich freue mich ganz besonders, meine Damen und Herren, dass Sie heute hier und zu Hause vor den Bildschirmen mit dabei sind. Wir befinden uns hier mit unserem Netzwerk Metall Studio direkt in den Heiligen Hallen in der Produktion von Baumann Glas. Wir diskutieren heute mit unseren Gästen das Thema: Ist die Lehre ein Auslaufmodell? Von der Politik wird die duale Ausbildung als Erfolgsmodell angepriesen. Fest steht aber auch, dass die Anzahl der Lehrlinge in Österreich Jahr für Jahr abnimmt. Viele Unternehmen klagen darüber, nicht mehr geeignete und genügend Facharbeiter und Lehrlinge zu finden. Ist die Lehre also jetzt ein Erfolgs- oder ein Auslaufmodell? Und darüber diskutiere ich heute mit meiner hochkarätigen Runde hier bei Metall Talk. Und ich darf Ihnen unsere Gäste jetzt vorstellen. Ich darf bei einem Mann beginnen, der 2012 eine sehr bekannte Partei, die Neos-Partei, gegründet hat und diese Partei bis 2018 als Obmann geführt hat. Jetzt ist er erfolgreicher Unternehmer, Autor, und er sagt zur Lehre: Die AHS-Unterstufe muss sich hin zur dualen Ausbildung öffnen, damit Jugendlichen noch mehr Perspektive von der Berufsausbildung erhalten. Und sagt weiter: Die Lehrlingsausbildung muss flexibler an die wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst werden. Damit kann, so sagt er, die Lehre zum Innovationsführer werden. Ich freue mich, dass er heute bei uns ist. Herzlich willkommen, Matthias Strolz. Dann ist eine Frau bei uns. Sie leitet die Landesmusikschule, die Landesberufsschule der Metalltechnik in Mureck in der Steiermark. Sie sagt, es gibt kein besseres Ausbildungssystem als die duale Ausbildung. Diese Ausbildung ist im Übrigen weltweit dafür bekannt. Sie sagt weiter, dass in diesem System die Weiterentwicklung fehlt, und sie sagt, dass die Schulen hier viel verschlafen haben. Schön, dass Sie heute bei uns sind. Margarete Edelsbrunner. Wir haben einen weiteren Herrn bei uns. Er ist Direktor der HTL in Steyr und er ist ein weltweit gefragter Experte im Bereich der Bildung. Er arbeitet unter anderem für die Vereinten Nationen in der UNIDO und engagiert sich auch noch europaweit für die Qualitätssicherung der beruflichen Bildung. Er sagt, die Lehre und die HTLs dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir brauchen Facharbeiterinnen und Facharbeiter wie Ingenieure gleichermaßen. Er glaubt, dass man der demografischen Entwicklung nicht großartig gegensteuern kann. Vielmehr sieht er eine größere Chance darin, dass wir die Jugendlichen im Bereich, im Übergang von Sekundarstufe 1 zu Sekundarstufe 2 besser leiten sollen. Herzlich willkommen beim Metall Talk, Franz Reithuber. Unser nächster Gast in der Runde ist eine Unternehmerin. Sie leitet einen Stahlbaubetrieb. Sie findet die Berufsorientierung an sich für die Jugendlichen eine große Herausforderung. Bei über 200 Lehrberufen in Österreich und bei sich ständig wechselnden Bezeichnungen eine Herausforderung, die kaum Orientierung schafft. Dazu ist das Image der polytechnischen Schulen, die in den 60er Jahren gegründet sind, ein angekratztes. Und sie meint, das Hauptproblem in der Heranführung der Jugendlichen zur Lehre ist das österreichische Bildungssystem. Herzlich willkommen, Monika Hartl von Hartl Metall. Und
Und natürlich bei uns heute zu Gast der Gastgeber. Er sagt, Lehrlinge sind die wichtigste Quelle für die Workforce, um überhaupt Aufträge annehmen, abwickeln und produzieren zu können. Er meint weiter, wenn die Wirtschaftskammer meint, dass der Lehrabschluss mit der Matura oder der Handwerksmeister mit dem Unimaster gleichgestellt werden soll, dass so bei allen Bemühen für die Aufweitung der Lehre ihr ein Bärendienst erwiesen wird. Herzlich willkommen zu Hause, Franz Baumann. Tolle Runde noch einmal. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Und ich darf bei Ihnen, lieber Herr Stolz, beginnen. Sie haben ja im Vorfeld dieser Sendung mir gesagt, Sie sind ein Verfechter der dualen Ausbildung. Und diese duale Ausbildung muss auch entschlossen weiterentwickelt werden. Des Weiteren fordern Sie, dass sich die AHS-Unterstufe öffnet für die Berufswelt. Wie dürfen wir uns das vorstellen? Wie können wir die Lehre entschlossen weiterentwickeln? Der Begriff gefällt mir, entschlossen. Und wie glauben Sie, kann man relativ schnell in der AHS hier die Scheuklappen wegbringen? Naja, die Lehre ist natürlich ganz ein zentraler Erfolgsfaktor für Österreich. Das ist, glaube ich, auch unbestritten. Wir wissen ja, dass ungefähr 40% der Jugendlichen mit 15 in einer Lehre sind. Wenn man diesen großen Prozentsatz hernimmt, der übrigens jetzt wieder leicht wächst, also wir haben Jahre des Rückgangs gehabt und zuletzt, sagt uns die Statistik, wächst der Anteil wieder. Das kann schon eine Trendumkehr sein, möglicherweise. Wenn wir sagen, es sind 40 von 100, dann können wir nicht sagen, das ist eine Begleiterscheinung des Bildungssystems, sondern das ist eine ganz fette, mächtige Säule des Erfolgshauses Österreich. Wenn wir die nicht pflegen, dann wird das Haus nicht gut stehen in Zukunft. Was müssen wir tun? Ich glaube, dass die Lehre ein bisschen eingerostet ist. Ja, also der Pfeiler ist der Dreck, der Metaller kennt sich da besser aus, aber man muss irgendwie den Rost befreien, sonst wird der Pfeiler nicht gut halten. Und wir müssen uns ein bisschen verabschieden, einerseits von der Vorstellung, dass eine Lehre immer dreijährig ist. Das ist ja eh schon aufgelöst ein Stück weit. Ich habe mit zwei Burschen gesprochen, die hier die Lehre machen. Ist eh 3,5 Jahre und wenn ein Sondermodul drauflegt, ist das 4 Jahre. Wir haben auch gesprochen als Direktorin, haben es natürlich eine Mordsherausforderung, wenn Sie sagen, noch modularer, aber es muss modularer werden. Also die Vorstellung, Lehre ist gleich 3 Jahre, ist natürlich Topfen. Das ist quasi irgendwie einmal gelernt, aber es ist natürlich eine Lehre als Metalltechniker ganz was anderes als eine Lehre im Bereich einer Dienstleistung, im Bereich, keine Ahnung, Fußpflege etc. Modular heißt kein Abschluss ohne Anschluss, das ist die Zukunft. Wenn heute die jungen Burschen, die da gerade umgebaut haben, in ihre Zukunft schauen, dann wissen wir nicht viel über deren Zukunft, weil wir wissen nicht, wie die Welt ausschaut in 10 Jahren, aber wir wissen mit großer Verlässlichkeit, dass sie wahrscheinlich alle ungefähr im Schnitt, ich wünsche es nicht für deinen Betrieb da, aber im Schnitt alle 3 Jahre einen neuen Beruf oder einen neuen Arbeitsplatz ergreifen. Also auch hoffentlich hier, aber auch über die Jahrzehnte natürlich wahrscheinlich ihr Berufsbild massiv verändern werden sich. Das heißt, die Idee, wir haben eine Ausbildung und die ist von 15 bis 18 oder von 15 bis 19 und dann ist vorbei mit Lernen, die ist unendlich dumm. Jetzt muss ich hier kurz einhaken. Noch modularer. Ja. Monika Hartl, wir haben uns auch unterhalten vorher, sie ist Unternehmerin und sie sagt im Prinzip eigentlich das Gegenteil, weil wir haben jetzt über 200 Lehrberufe und allein im Metalltechnikbereich eine unzählige Vielfalt. Wie erlebst du das? Weil das verunsichert ja und schafft ja, ja, Desorientierung, diese also noch modulare. So AHS kommen wir noch, aber bitte. Ich kann es jetzt nur vom Metalltechnikbereich sagen. Da gibt es prinzipiell
Einmal das Grundmodul in der Metalltechnik, was die ersten zwei Jahre in der Ausbildung für alle auch in der Berufsschule dann gleich ist. Und es gibt dann im Anschluss 8 Hauptmodule, wo man aber im Prinzip schon bei Lehrbeginn ja festlegt, in was für Hauptmodul man dann noch einsteigt. Stahlbautechniker, Blechtechniker und so weiter. Und dann gäbe es noch 4 Spezialmodule. Designtechnik, also ich habe jetzt nicht alle auswendig im Kopf, die man auch dazu kombinieren kann. Und wir haben es gerade gestern nochmal angeschaut, das wären 46 mögliche Auswahlmöglichkeiten für die Lehrlinge. Und ich glaube, dass das zu einem Alterszeitpunkt mit 14, 15 Jahren, wenn ich mich für einen Lehrberuf entscheide, einfach zu bald ist. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn Sie sagen, es ist ein lebenslanges Lernen und ein Spezialisieren, aber gleichzeitig verlängert sich bei der Kombination ja die Lehrzeit um ein halbes Jahr. Das heißt, dieses Spezialmodul wird in 6 Monaten ja dann irgendwo zeitlich oben draufgegeben und das geht sich für mich nicht ganz aus. Das ist auch für die Lehrbetriebe einfach ein irrsinniger Aufwand, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich biete da 4, 5 verschiedene Kombinationsmöglichkeiten in der Praxis an, dann würde das bedeuten, ich brauche 4, 5, 6 verschiedene Ausbildungskataloge, nach denen ich ja mit meinen Lehrlingen dann arbeite. Das ist einfach vom Aufwand her, von unserer Seite her fast nicht schaffbar, wenn man keinen Vollzeit-Lehrlingsausbildner hat, der sich dann wirklich nur rund um die Uhr mit den Lehrlingen auseinandersetzt. Und ich glaube, dass einfach diese Kombinationsmöglichkeit in dem Alter nur einfach zu bald ist, sich da auf eine Spezialisierung festzulegen, sondern dass das nach der eigentlichen Grundausbildung im Hauptmodul Stahlbautechnik, sage ich mal, wenn er das absolviert hat, dann in Spezialbereiche geht. Ganz kurz, also erstens ist Metall natürlich weit vorne in der Spezialisierung schon, wenn ich es mit anderen Branchen vergleiche und ich habe jetzt quasi über alle Branchen gesprochen. Mhm. Zweitens wäre es mein Wunsch, natürlich, dass wir Lehre nicht nur denken für eine Ausbildungsstrecke für 15- bis 18-Jährige. Ich glaube, dass es in 15 Jahren normal sein sollte, dass zum Beispiel ein 35-Jähriger sagt, ich mache jetzt eine Lehre. Das ist heute absurd, aber sollte normal werden. Und hier meine ich modular, dass wir also Zeit unseres gesamten beruflichen Lebens immer Module dazu machen können etc. Da müssen wir das System umdenken. Ja? Und noch ein Wort zur AHS, warum das wichtig ist. Ich habe immer noch die Politikerangelegenheit, lange Antworten zu schnitzen. Gell? Aber wenn sie spannend sind, kein Problem. AHS, wir haben derzeit ungefähr 37%, 38% der jungen Menschen in der 5. Schulklasse in AHS. Das ist massiv steigend. Wir haben Wien, marschiert nach vorne. Wien sind schon über 52%, die in AHS sind. Das heißt, diese Schulen wachsen massiv. Allein in Kärnten und Steiermark, die haben das massivste Wachstum gehabt. Die haben den Anteil der AHS-Schüler verdoppelt aus den 80er Jahren bis heute. Und der Trend wird weiter zunehmen. Und die AHS-Schulen versuchen natürlich, ihre Schüler, die sie haben, draufzusitzen wie die Gluckhenne und zu sagen, ich möchte die rüberbringen in meine Oberstufe. Ja, jetzt sage ich, das ist wunderbar, gell? Aber das ist nicht dein Auftrag. Du bist Dienstleister für das große Ganze, für die Gemeinschaft, für die Gesellschaft. Und im Vordergrund müssen die Talente der jungen Menschen stehen und auch die Bedürfnisse des großen Ganzen, der Gesellschaft. Und das heißt, wir dürfen nicht Bildungslaufbahnentscheidungen manipulieren entlang von Interessen von schulischen Institutionen. Das passiert aber heutzutage allzu oft. Ab und zu sind da auch HTLs Mittäter, muss ich sagen. Wobei ich glaube, dass wir halt ein gesellschaftliches Thema haben, dass wir eben schauen müssen, dass man von dieser Stigmatisierung, die Lehre ist nur für jene, die es schulisch nicht schaffen, von dem müssen wir wegkommen. Das ist natürlich ein Humbug. Und damit können wir dann alle gut leben. Der Kuchen wird kleiner, damit wird der Verteilungskampf größer. Nicht? Weil quasi das Gesamtangebot die Gesamtzahl an Nachfragenden, die in Schulentscheidungen gehen, Ausbildungsentscheidungen, wird kleiner in den letzten Jahren. Stichwort Dienstleister, AHS. Na, die sollen kurz, einfach, wie könnte man sozusagen hier einsteigen? Da muss die Politik Druck machen. Einfach, dass man sagt, Berufsorientierung muss ganz breit aufgestellt sein, können nicht nur akademische Berufe sein, sondern in der Unterstufe, nachdem die AHS vor allem im städtischen Bereich jetzt so etwas wie eine Gesamtschule wird, nachdem wir es nie wollten, aber wird es ja, wenn da über 52% sind, muss sich das gesamte Spektrum der Berufsausbildungen auch natürlich denen zeigen.
Auf der Herfahrt, teilweise passiert schon mehr als früher. Auf der Herfahrt habe ich einmal mit meiner Tochter telefoniert, der Ältesten, die ist jetzt 13, und die hat für morgen eine Bewerbung schreiben müssen für einen Lehrberuf. Aber das war für sie ganz weit weg. Nicht? Da hat sie zuerst einmal recherchieren müssen, was es da gibt. Aber zumindest wird es schon gemacht. Also der Hebel wäre hier, um die AHS sozusagen zu öffnen, klar, das Bewusstsein zu schaffen, ausschließlich über die Politik. Ja, die Betriebe regional, also ich bin sowieso dafür, dass man Schulen und Berufsschulen leben sehr vor, mustergültig, auch berufsbildende höhere Schulen, dass man das echte Leben stärker reinholt. Das fängt ja, da waren wir uns auch einig vorher, das fängt bei den Lehrern an, Lehrerinnen. Großartig, ja, es sind aber 120.000 Menschen in Österreich. Da gibt es ganz großartige Pädagoginnen und Pädagogen. Das Thema ist halt, dass ganz viele in ihrem Leben nur die Schule gesehen haben. Mhm. Und auch hier werden wir in 20 Jahren ganz einen anderen Umstand haben. Lehrer, Lehrerin wird nicht mehr ein Job fürs ganze Leben sein, sondern da wird viel mehr rein und raus und viel mehr auch Vermengung sein. Und das ist ein Fortschritt. Lange Antwort aus. Ja. Sie haben jetzt das Stichwort Lehrer, mhm, und damit bin ich auch, ist das mein Stichwort bei Ihnen, Frau Edelsbrunner, wir haben im Vorfeld dieser Sendung oder eigentlich, wir sind mit unserem Netzwerk Metall, mit unseren Betrieben permanent in diesem Thema drinnen und jetzt in den zurückliegenden Monaten haben wir uns damit noch mehr beschäftigt und da haben wir uns natürlich auch mit den Unternehmen unterhalten, welche Note in der Schulnotensystem die Unternehmer den Berufsschulen geben. Man würde meinen, zwischen Berufsschule und zwischen den Unternehmen müsse sowas wie eine Bildungspartnerschaft geben. Aber bei einer Note von 4 bis 5 im Schulnotensystem schneiden die Berufsschulen bei den Unternehmen extrem schlecht ab. Warum schneiden die Berufsschulen hier so schlecht ab? Wie sehen Sie das? So, jetzt muss ich umdenken, weil ich hoffe, dass das bei mir nicht so ist. Und ich bin überzeugt davon. Aber ich möchte ein paar Themen anschneiden, die Herr Strolz jetzt schon mit eingebunden hat. Wir haben früher schon diskutiert. Also es ist einmal die Lehrerausbildung und Fortbildung, die sich sehr verändert hat. Es gibt ganz viele junge Lehrer, die engagiert sind, die nebenbei in Betrieben arbeiten oder eben etwas zusätzlich machen und am Ball sind. Aber es gibt von den pädagogischen Hochschulen, was derzeit an Fortbildung angeboten wird, so wenig Möglichkeit, sich wirklich gute Experten aus der Wirtschaft zu holen, weil kein Geld da ist. Und dann werden Fortbildungen hauptsächlich, ich bezeichne es jetzt als Inzucht, betrieben und es passiert kein Weitblick. Aber es gibt eine andere Möglichkeit, also es gibt bei uns in der Steiermark sowas wie BH-bezogene Seminare. Ich habe ganz viele Lehrer, die in Firmen gehen und dort Seminare besuchen. Das ist einmal so der erste Punkt, wo ich einfach glaube, dass das schon ein wichtiges Thema ist. Und ich muss aber auch dazu sagen, dass man als Direktorin nicht sagen kann, und da werden Sie mir zustimmen, den Lehrer, den möchte ich eigentlich nicht so gern einsetzen wie einen anderen. Das ist einmal das System Schule. Okay. Der zweite Punkt ist Schüler. Wir haben in der Berufsschule von dem lernschwächsten bis zum intelligentesten Schüler alles in einer Klasse sitzen und sollen jetzt in 9 Wochen jeden in seinen Fähigkeiten fördern. Das ist ein großes Thema derzeit bei uns. Die zweite Sache ist, dass zum Beispiel, so wie in meiner Berufsschule, ich von Betrieben, die kleine Gewerbebetriebe sind und vielleicht 1, 2 Lehrlinge haben, bis zum Industriebetrieb alles bei mir ist. Und dass ich dem Betrieb genauso zufriedenstehen soll wie den Industriebetrieb. Und dass natürlich die Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Schule eine sehr individuelle von Schule zu Schule ist. Aber auch, dass das System in der dualen Ausbildung zu schullastig derzeit gelebt wird. Also ich denke nur an Eingangs-Lehrgangseinteilungen. Ich sage jetzt konkret ein Beispiel, wo der zweite Lehrgang für die 4. Klasse 3 Tage vor Weihnachten beginnt und dann muss man ja aus Bad Aussee die Lehrlinge runterschicken. Man findet ja immer Mut zur Lücke und macht was draus, aber das ist schon sehr verstarrt teilweise und ein Stillstand, was duales Leben in dem System betrifft. Was immer wieder erwähnt wurde von den Unternehmen, bevor ich zum Herrn Reithuber komme, was immer wieder erwähnt wurde von den Unternehmen, ist einfach dieses sehr oft nicht vorhandenes Interesse der Lehrer und der Schulen,
an den Betrieben. Also was läuft eigentlich in dem Betrieb? Ja. Was macht der Lehrling? Warum gibt es da einfach keine Bereitschaft, aktiver auf die Betriebe zuzugehen? Denn würden die Betriebe, und das kommt auch schon vor, die Lust verlieren, Lehrlinge einzustellen, hätten die über kurz oder lang der Job obsolet. Hätten wir keine Berufsschulen mehr. Ne? Deswegen, ja, das warum kann ich jetzt nicht beurteilen, weil ich selber aus einer Schule komme, wo ich versucht ist, wo mir das ganz wichtig ist und wo ich wirklich sehr intensiv mit Wirtschaft zusammenarbeite. Aber es ist natürlich auch so, Sie sind 45 Jahre Lehrer. Und wenn Sie jetzt als Lehrer da reinkommen und nur Lehrer sein wollen, dann müssen Sie keine Fortbildung machen. Ist nicht verpflichtet. Ich kann jemanden motivieren dazu, ich kann ihn dazu sagen, pass auf, mit ein paar Stunden mehr kann ich ihm vielleicht einen Anreiz noch geben, aber das ist der einzige Bewegungsraum, den ich habe. Und das gehört meiner Ansicht nach verpflichtend für jeden Lehrer gemacht. Dass der in den Sommerferien, und da hoffentlich treffe ich da jetzt nicht viele Lehrer am Schopf, aber ich denke mir, das ist ja auch etwas, was zum Lehrerbild positiv beitragen würde, dass der in den Sommerferien 2 Wochen oder 3 Wochen in einen Betrieb geht. Dort, wo die Lehrlinge schlussendlich in die Schule kommen. Dort, wo die Lehrlinge sind oder in dem Bereich, wo er eben schon... Also das ist ein Ansatz, wo man... Ich sage ihm nur einmal, ich habe an meiner Schule sehr engagiert ist und ich habe jetzt gerade mit einem Berufsschullehrer aus Linz gesprochen, der auch sehr engagiert da sitzt, sehr engagierte junge Lehrer, die das von sich aus machen. Und dadurch aber auch gute Pädagogen bleiben, weil du musst dich als Lehrer selber ständig weiterentwickeln, sonst kannst du kein guter Lehrer mehr sein. Frau Edelsbrunner, danke mir für den Moment. Ich möchte jetzt zum Herrn Franz Reithuber umschwenken. Damit wir Lehrer oder Lehrlinge in die Berufsschule bekommen, haben Sie einen Ansatz erwähnt, nämlich dass man möglicherweise hier Chancen hat, dass man Schülerinnen und Schüler von der Sekundarstufe 1 auf 2 bei diesem Übergang besser zuleitet. Gingen da Ihre Vorstellungen, wie man das umsetzt, in die Richtung von Herrn Strolz, wo er sagt, für die Berufsbildung noch mehr zu öffnen? Oder haben Sie da noch interessantere Ansätze, wie man die Jugendlichen hier besser leiten kann in diesem Übergang von Sekundar 1 auf Sekundar 2? Bevor ich auf diese Frage eingehe, muss ich eine Reflexion zum Herrn Strolz machen. Ich gehe zu über 90% d'accord, was Sie gesagt haben, nur den Vorwurf der Mittäterschaft der HTL weise ich bitte zurück. Und möchte das auch mit einem Beispiel belegen. Ich gehe jetzt in das 19. Jahr meiner Schulleiterschaft, bin aber immer noch Mitarbeiter der SKF Österreich AG, habe dort mein Büro, die nächste Dienstreise geht nach Indien. Und in unserem Betrieb mit etwa 1000 Mitarbeitern in Steyr setzen die Facharbeiter das auf Schiene, was die Ingenieurinnen und Ingenieure gestern entwickelt haben. Und damit die Facharbeiterinnen und Facharbeiter auch morgen noch eine Arbeit haben, brauchen wir die Ingenieure, das zu entwickeln für morgen. Deswegen habe ich ja auch gesagt, und Sie haben es zitiert in meiner Vorstellung, wir dürfen diese beiden Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Und wir haben, und das ist schön so, ein Kulturerbe zu verwalten. Das ist im deutschen Sprachraum einzigartig, durch die Zünfte hervorgebracht. Und dieses Kulturerbe macht eben die Lehre zu einem Benchmark, aber auch das Sekundarbildungssystem. Die OECD hat 2012 das berufsbildende Sekundarbildungssystem Österreichs als das Beste der Welt auch dargestellt. Deswegen meine Einsätze auch für die UNIDO, weil wir auch in diesem Bereich ein Benchmark geworden sind. Und aus kulturellen Gründen lässt sich das in andere Länder nicht so leicht kopieren. Weil man macht ein Gymnasium, macht ein Studium und wird dann Chef, nicht? Und fährt dann als Magister mit dem Taxi, wie es in vielen Ländern ja der Fall ist. Und wenn man unsere Statistiken... Fahrer. Ja, na klar. Als Chauffeur, nicht als Mitfahrer. Wichtig zu erwähnen. Wenn man unsere Statistik sich anschaut, die Akademikerquote, dann sind wir ein Schlusslicht. Auf der anderen Seite sind wir eines der reichsten Länder der Welt und dieser Reichtum lässt sich nicht durch den Tourismus alleine erklären. Es ist die Kraft und die Stärke unserer Wirtschaft. Und
Ich spreche auch nicht von dualer Ausbildung oder Lehre im klassischen Sinn, sondern mir gefällt viel besser die Bezeichnung, die Ausbildung der Intelligenz der Hand. Ja. Das ist einmal positiv formuliert. Und da kann ich auch mit lebenslanges Lernen, absolut, nur eine Lehre später zu beginnen. Das zeigen uns jene Länder wie Finnland, Irland und so weiter, die eine Durchausbildung der Bevölkerung machen bis 18. Da gibt es ein Final Certificate und dann kann man eine Lehre beginnen. Und das ist, glaube ich, zu spät. Wir haben auch kulturell übermittelt die Aussage, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Und das aus den Zünften übermittelte, im Englischen heißt es, you can't teach an old dog new tricks. Diese Sache hat nicht mit dem intellektuellen Lernen zu tun, sondern eben mit der Ausbildung der Intelligenz der Hand. So wie wir eine Sprache als junger Mensch wesentlich leichter lernen, weil die neuronalen Netze in unserem Gehirn für dieses Antrainieren besser geeignet sind, ist es auch mit der Ausbildung der Intelligenz der Hand. Wenn jemand immer nur intellektuell Differentialgleichung oder sonst etwas gelöst hat und er soll dann plötzlich etwas Handwerkliches machen, betrifft natürlich nur diese Berufe, dann ist es im höheren Alter wesentlich schwieriger. Das heißt, diese lebenslangen Ausbildungen, dort eine Lehre anzusetzen, wird aus dieser Überlegung heraus schwierig. Umgekehrt, und das ist eben das Tolle, was wir haben, dass wir bei uns nicht mit 15, sondern mit 14 an einer HTL oder anderen Berufsbildungsschule beginnen können, die Lehre aus rechtlichen Gründen mit 15, auch da könnte man etwas machen, wenn man will, um eben früher in diese Dinge hineinzukommen und dort die Intelligenz der Hand ausbildet und dann mit entsprechenden lebenslangen Weiterbildungsaktivitäten die zeitlich notwendigen Anpassungen der sich immer schneller ändernden Welt eben auch durchführt. Naja, also ich gebe es zurück, 90% einverstanden, 10% nicht, und zwar dort, wo ich eben HTLs beobachte, hoffentlich oder wahrscheinlich nicht ihr Haus, aber es gibt HTLs, wir haben uns das mal angeschaut, mit einem Dropout von über 50%. Ja, also wo 50% jener, die die Schule anfangen, nicht ans Ziel kommen. Und hier ist natürlich eine politische Fehlsteuerung drin, weil die Werteinheiten, die die Schule bekommt am Anfang, also die Budgetausstattung, wird entlang der Frage veranstaltet, wie viel hast du am Schulanfang herinnen? Wenn Sie so einen Betrieb führen würden, also wie viel Rohstoff hast einer und sich keiner die Frage stellt, was hast du überhaupt für Output, was hast du für Ergebnisse, dann wird es zu ganz groben Fehlsteuerungen kommen da herinnen. Deswegen, ich würde gerne in der Steuerung der Schulsysteme hier die Schulen auch stärker in die Ergebnisverantwortung nehmen, dann würden sie nicht quasi für den ersten Jahrgang raffen, wie wild, und dann sagen, wenn wir die Hälfte verlieren, ist uns blunzen, weil das Budget steht. Noch kurz die Frau Edelsbrunner und dann... Darf ich da ganz reagieren? Kurz, bitte. Reagieren, da können wir nicht eingreifen. Die Schulen raffen nicht, sondern sie haben alle zu nehmen, die einen Rechtsanspruch auf den Schulplatz haben. Und ich kann aufgrund dieses Rechtsanspruches jene, die wir für nicht geeignet erklären, weil wir schon zu viele HTL-Plätze haben, als es Interessenten gibt, nicht in die Lehre hinweisen. Der Leo Tursch zum Beispiel, der Lehrlingsbeauftragte von BMW, mit dem habe ich schon das Agreement, der schickt mir High Potential, sagt zu dem, jetzt gehst du in die HTL und kommst nach 5 Jahren wieder, weil du mir sowieso vom Facharbeiterplatz davonläufst, machst Lehre mit Matura oder Berufsreifeprüfung und besetzt mir den Platz nicht, mach lieber gleich das andere. Das würde ich auch gerne machen, ich kann es aber nicht. Ja? Jetzt möchte ich nur kurz der Frau Edelsbrunner. Ich möchte jetzt einfach ein Beispiel nennen, das ich derzeit seit 2 Jahren lebe, mit der Polytechnischen Schule in Murek. Und ich finde, dort ist es ein gutes System. Da gibt es so etwas wie am Anfang Orientierungswochen. Diese Orientierungswochen sind für diese Schüler, die sich entschieden haben, ins Polytechnische, in das BDS zu gehen, da, um sich dann zu entscheiden, ob sie in den Elektrobereich, Holzbereich oder Metallbereich gehen. Und ich habe da so eine Kooperation, die kommen überhaupt zu mir in die Schule und werden auch von meinen Lehrern unterrichtet. Und was wir einfach gemerkt haben jetzt, ist erstens einmal, dass sie anders da sitzen bei uns in der Berufsschule wie in der
NMS, wo das Poly angeschlossen ist, mit einem anderen Interesse, weil sie auch etwas tun. Und weil sie auch noch ein paar Wochen Zeit haben, sich wirklich zu orientieren. Und das, da bin ich jetzt voll bei Ihnen mit dieser Unterschufentestung, aber ich weite das aus, weil ja da ganz viele Faktoren eine Rolle spielen. Nämlich, wenn die Mutter in die Volksschule geht und sagt, mein Kind braucht einen Answer, weil es dann in die AHS gehen muss. Da fängt ja das Ganze schon an. Das heißt, für mich müsste jedes Kind in der vierten Klasse NMS oder AHS die Möglichkeit von Orientierungswochen haben, wo eben auch beigebracht wird, dass Bildung nicht nur gleich Schulbildung ist, Sie nennen es den Output mit der Hand, sondern jedes Kind Talente und Fähigkeiten hat. Und dass nach diesen Orientierungswochen und diesem vierten Jahr jedes Kind eine gleiche Testung machen müsste. Egal, ob es aus einer NMS oder einer Unterstufe AHS kommt. Mhm. Und somit wird das duale System vom Level her angehoben, gleichgestellt mit anderen Schulausbildungen. Dazu darf ich Ihnen ein Zitat mitgeben eines Unternehmers aus dem Netzwerk, wo Sie gesagt haben, jetzt in der Ende der Unterstufe berufsorientierende Workshops oder was auch immer einzubauen. Der hat gesagt, in vielen AHS-Oberstufen werden orientierungslose 14-Jährige produziert. Ja, natürlich. Die nicht einmal wissen, was ihnen Spaß macht, ja. Die nicht einmal wissen, wo ihre Talente versteckt sind. Na, die wissen auch gar nicht, was es gibt. Ja, die wissen gar nicht, was es gibt. Das ist ja das Nächste. Die duale Ausbildung ist noch trotz allem so wenig bekannt. Da gibt es Schulabbrecher in der sechsten Stufe AHS, die hat noch nie in seinem Leben was von einer Lehre gehört. Mhm. Und da muss man ansetzen. Dankeschön, Frau Reithuber. Ich möchte nur mit zu Ihnen, Frau Edelsbrunner, Herr Reithuber, Sie haben mir meine Frage noch nicht ganz beantwortet. Ich möchte da noch was anschließen. Vielleicht können Sie in wenigen Sätzen, also was oder wie könnte diese Orientierung für die Kinder in der Übergang vom ersten auf die zweite Sekundarstufe ausschauen? Und Ergänzungsfrage, bräuchten nicht auch die Eltern mehr Orientierung? Absolut. Ich sehe eine Chance in den Regionen. Da gibt es Punkte, die ich zu kritisieren habe. Wenn Sie denn dann, das würde jetzt zu lange dauern, wenn Sie denn dann einmal abgesetzt sind, dann haben in den Regionen, gibt es die Chance, dass wir die Schülerströme den Talenten entsprechend besser steuern können. Dass wir jene, die die Intelligenz der Hand lieber ausbilden, einen erfüllenden, schönen Beruf, der einen goldenen Boden auch hat, wo man durchstarten kann, wie Ihr Unternehmen das zeigt, auch in die Geschäftsleitung. All das ist offen und wir können hier Bildungswege vorzeichnen, die nicht notwendigerweise immer auch die Matura beinhalten. Wenn jemand Differentialgleichungen nicht lösen kann und will, weil er halt wie andere keinen Hochsprung machen können, warum müssen wir diese Leute dann durch die Matura durchquälen? Und wenn wir hier es schaffen, eben das Lehrlingsbild auch in der Öffentlichkeit besser darzustellen. Ich war da in der Taskforce drin, Making VET More Attractive. Das ist ein europaweites, ja weltweites Problem, wo Österreich gut dasteht im Vergleich. Wenn wir das schaffen, auch in unseren Regionen, dann hoffe ich, dass wir ein ausgeglichenes Bild erzeugen. Und in Ihrer Wortmeldung oder in Ihrer Frage war auch drinnen die Sache mit den Gymnasien. Bitte, die Gymnasien vergeben in Österreich nur mehr 18% aller Maturen. 65% vergibt die BHS und der Rest auf 100 wird durch Lehre mit Matura und Berufsreifeprüfung dargestellt. Der ich nicht in der AHS bin, breche hier eine Lanze. Wir brauchen für eine funktionierende Gesellschaft auch genügend Philosophen, nicht zu viel, aber so, die uns lehren, wie wir denken, die uns Spiegel vorhalten. Wir brauchen alle anderen Bereiche auch. Unser Grundproblem ist, dass wir offensichtlich in unseren Curricula nicht drinnen stehen haben, wie man Kinder bekommt. Wir haben viel zu wenig. Ja? Herr Reithuber, vielen Dank. Danke mal. Und lieber Herr Baumann, ich darf jetzt zu Ihnen kommen, bevor wir uns anhören, was die Jugendlichen eigentlich zu sagen haben und wie sie Entscheidungen treffen. Ihre Kritik rund um das Thema Lehre richtet sich ein bisschen an die Wirtschaftskammer.
Die Lehre ist über den nationalen Qualitätsrahmen versucht worden anzupassen mit der Matura und mit dem Studium. Was meinen Sie da konkret, dass die Wirtschaftskammer der Lehre da einen Bärendienst erweist, dass Sie die Lehre mit der Matura vergleichen oder angleichen? Es sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und es geht auch nicht in die Richtung, dass man sagt, jetzt muss ich die Lehre als Matura, also Lehrabschluss und so weiter, als Matura bezeichnen, damit die Lehre gut wird und ihre Wertigkeit bekommt. Die Lehre hat ihre Wertigkeit an sich. Und ich sehe das eigentlich vollkommen andersrum. Es ist das doch so, dass hier fundamentale Lebensentscheidungen von jungen Menschen zu treffen sind. Und wie sollen sie wissen, was sie wollen, ob sie eher geistig tätig sein wollen, eher abstrakt was machen wollen, oder ob sie mit der Intelligenz der Hände, gefällt mir sehr gut, etwas schaffen wollen, wo sie dann stolz drauf sein können. Also ich finde es einfach in höchstem Maße befriedigend, wenn ich sagen kann, ja, wir haben das Palmenhaus in Wien genau saniert und das funktioniert nach 25 Jahren immer noch. Ja. Und es ist toll, wenn Kunden zu mir kommen und sagen, und euer Mann ist hoffentlich noch bei euch, der war so ein toller junger Mann, ein Lehrling hat das gemacht und hat das geschafft. Also die Frage ist nicht, ob Lehre oder Matura, wir müssen beides haben. Und ich komme da eigentlich auf eine ganz alte Geschichte, auf die, man muss kein Monarchist sein, um die Idee der Habsburger gut zu finden, die ja immer eine geistige Ausbildung, also die staatsmännische übliche Geschichte, also quasi Geschäftsführer, Kaiser und Co. Hat. Und auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber die haben Handwerk gelernt. Die meisten sind Tischler geworden. Ich kenne keinen Habsburger, der Metaller geworden ist, aber die haben dann eher mit Waffen gespielt und so. Das war wieder die weniger gute Idee. Aber dass man beides, weil auch da geht es um Anspruch von verschiedenen Bereichen der Existenz. Es kann mir nämlich auch passieren, wenn ich ein mentales Problem bekomme, dass ich mich gut aufgehoben fühle bei einem intelligenten Handwerksberuf. Und es kann sein, dass ich als Handwerker einen schweren Unfall habe und dann froh bin, wenn ich als technischer Zeichner zum Beispiel dann mit einem geistigen, anspruchsvollen Berufsbild fortfahren kann. Aber nochmal zurück zu meiner Frage. Also die Angleichung über den nationalen Qualitätsrahmen, kann man das so eher beschreiben, dass man sagt, es kommt nicht auf die Verpackung drauf an, sondern auf den Inhalt. Also kann man das so zusammenfassen? Ja, das ist der Punkt. Mich interessieren keine Bologna-Punkte. Ja. Also ich möchte nicht schauen, wie viele Credits ich habe jetzt, weil ich diese Prüfung habe und da ist ein bisschen Mathematik dabei und ja, Integrale, also danke. Wir haben noch gekämpft, dass wir Rechner verwenden dürfen, weil die können das alle nicht, ohne dass man sich einen abloggt. Und es ist auch zum Beispiel, ich finde auch Akademikerquote, 25 müssen wir erreichen, 50 ist ganz super, ja, bitte, wo wir hin. Ich habe gesagt, dann ist so, meine Montagepartien, 4 Leute, der Partieführer, Magister, Doktor, ja, dann habe ich 2 Maturanten und der eine, der Arbeit macht, der ist dann, ich weiß nicht, Lehrling, ist das der schlechteste? Nein, ist eigentlich der beste, müssen wir umdrehen. Okay, wir wissen, wo in etwa bei dir der Schuh drückt, wenn es jetzt um die Lehre und um diese Anpassung geht. Jetzt haben wir relativ viel gehört aus der Zeit der AHS-Schulen, wir haben aus der Berufsschulen viel gehört. Wir haben noch nicht gehört, was die Kinder, die Jugendlichen und Schüler dazu sagen. Und das möchte ich jetzt gern tun, gemeinsam mit euch. Wie entscheiden Jugendlichen über ihren Bildungsweg? Und wir waren kurz vor den Ferien bei der neuen Mittelschule in Theiskirchen. Das ist eine sehr renommierte Mittelschule im Bezirk Ried im Innkreis, in Oberösterreich, im Innviertel. Und haben uns dort kurz vor den Ferien mit 7 Schülerinnen und Schülern unterhalten. Und mit einem Kamerateam waren wir dort vor Ort. Und wir haben dort die Schülerinnen und Schüler Folgendes gefragt. Wer oder was hat dich in deiner Entscheidung, welchen Bildungsweg du machen willst, am meisten beeinflusst? Sehen Sie selbst. Also mein Cousin und mein Papa war auch schon in HTL, das war auch so ein kleiner Knackpunkt. Aber der Hauptentscheidungspunkt war halt, dass
in HTL Christkirchen Programmieren ziemlich stark gefördert wird. Also eigentlich ist es von meinem eigenen Interesse gekommen, aber ich habe dann mit meinem Papa darüber gesprochen und der ist dann auf die Idee gekommen, also von seinem Freund, der macht auch diesen Beruf. Genau. Also bei uns zu Hause hat es nie gegeben, eigentlich so, dass wir eher in eine weiterführende Schule gegangen ist. Also jeder hat eine Lehre gemacht und jeder sagt, ich könnte halt auch in so einem HTL oder so gehen, weiterführende Schule, aber das möchte ich auch nicht. Also vor allem meine Eltern. Ja, sie haben gesagt, dass man mal beides anschauen sollte und dann einfach das entscheiden sollte, was mir am meisten gefällt. Meine Mama und mein Papa haben eben auch gesagt, dass für mich besser wäre eine höhere Schule. Und wir haben auch mal in der Schule so eine Kontrolle gehabt, also so eine Testung. Und da ist eben auch herausgekommen, dass ich sozusagen dazu fähig bin, dass ich in eine höhere Schule weitergehen könnte und dass das Borg für mich geeignet ist sozusagen. Ja, also meine Eltern schon, sie haben halt gesagt, dass das Borg sicher eine gute Entscheidung für mich war, dass ich da recht gut reinpasse. Und meine Nachbarin geht halt auch ins Borg und die hat mir das dann auch schon gesagt, dass eigentlich das Borg voll klasse ist. Und ich habe mir halt auch gedacht, dass ich da recht gut reinpasse. Also die Eltern und die Familien und das engere Umfeld sind die Personen, die die Schülerinnen und Schüler am meisten beeinflussen. Kommt das überraschend für euch? Für mich nicht, nein. So, ist so. Ist das auch in der Kann Praxis ich bestätigen, so? Wenn man bei Berufsorientierungsmessen unterwegs ist, und das mache ich regelmäßig in unseren Regionen, gemeinsam mit einer Firma, dann kommen die Schüler an einem Tag mit den Lehrern. Da gehen sie zu den Berufsschulenständen hin und zu den Firmenständen. Und an dem anderen Tag, wo sie mit den Eltern kommen, gehen sie dort vorbei und schauen nur zu weiter Höhe, also zu HTLs oder eben andere Schulen, die sie da auch präsentieren. Das habe ich jetzt sicher die letzten 5, 6 Jahre ganz stark beobachtet. Dazu passt jetzt auch ganz gut meine nächste Frage an Sie, Herr Strolz, weil an diesem Sinneswandel, das, was Sie da jetzt beschreiben, wenn Sie alleine sind, kommen Sie und wenn Sie mit den Eltern sind, wandern Sie vorbei. Diesen Sinneswandel hat natürlich auch die Politik große Mitschuld, denn wir erinnern uns an das Zitat von Gusenbauer, jedem Österreicher seine Matura. Wir erinnern uns heuer im April ein Zitat von AMS-Vorstand Dr. Kopf, der gesagt hat, das falsche Studium ist besser als gar kein Studium. Und Sie bezeichnen, das gefällt mir extrem gut, dass die Lehre Innovationsführer werden könnte. Wie könnte man sich das jetzt konkret vorstellen? Ja, das basiert auf der Annahme, dass der Fall ist noch nicht ganz eingetreten, aber es wäre denkbar, dass die Lehrberufe sich schneller den Gegebenheiten anpassen als das Schulsystem. Wir wissen, dass das Schulsystem eines der strukturkonservativsten Systeme, so irgendwie Teilsysteme unserer Gesellschaft ist. Ja, also wir sind immer noch stark in Strukturen verhangen, die irgendwo von Maria Therese Anleihe zwischen Kirche und Militär genommen haben. Und deswegen haben wir diese 50 Minutenstunden, weil das war die Exerziereinheit, halt, das war militärisch inspiriert. So, jetzt wissen wir aber, dass die Lehre natürlich stark auch mitgeführt wird von den Sozialpartnern, auch damit von der Wirtschaft. Und die segeln zwangsläufig hart am Wind immer, weil wenn sie das nicht machen, dann gibt es es nicht mehr. Ne? Also wenn sie, Aristoteles sagt, deine Berufung liegt dort, wo deine Talente die Bedürfnisse der Zeit treffen. Deine Talente, unsere Talente sind zeitlos. Also, aber eines ist sicher, jeder und jede hat Talente. Das ist gesetzt und das ist zeitlos. Die Bedürfnisse der Zeit, die sind nicht zeitlos. Die ändern sich dramatisch schnell, in dieser Welt schneller denn je zuvor auf diesem Planeten in der Geschichte unserer Gattung. Und es ist die Frage, wer kann diese Anpassungsleistung erbringen, dass wir laufend quasi nachziehen mit den Bedürfnissen der Zeit. Ich glaube, dass die Lehre hier einen Vorsprung gegenüber dem Schulsystem haben könnte, wenn sie diesen Vorsprung ausspielen will. Dafür müssen sich natürlich auch die Sozialpartner, die da drauf sitzen, auf der Lehrausbildung ein bisschen bewegen. Und das Problem ist, dass die Sozialpartner neben der Schule auch sehr strukturkonservative Akteure sind. Also, keiner Zufall. Denen müssen wir ein bisschen Pfeffer in
hinterm Blasen. Ja. Aber das ist ja, das ist Aufgabe der Mitglieder. Jetzt ist jetzt sagen Sie, dass die Politik auf der Bildung sitzt. Ja, in dem Fall die Sozialpartner, weil die Politik sagt, also die Sozialpartner sind natürlich auch Politik, aber wenn jetzt ich in meinen Schuhen als ehemaliger Parlamentarier wieder mich hineinstellen würde, dann würden die sagen, nein, die Lehre haben wir abgetreten an die Sozialpartner. Das ist ein ganz spezifischer Teil der Politik, früher Nebenregierung, was sie derzeit ist, wissen wir nicht, die ist ja auch in Neufindung. Die ist ein bisschen neben der Spur, die Sozialpartnerschaft, weil sie quasi 70 Jahre Beifahrer war, und zwar steuernder Beifahrer, wenn immer die Regierung gerade nicht gerade ausgefahren ist, dann hat sie eingegriffen. Und jetzt ist quasi 70 Jahre Zweite Republik sind vorbei. Das dominante Primärmuster, also diese Machtkartell Rot-Schwarz, das ist unwiederbringbar vorbei. Und der Co-Pilot quasi ist natürlich auch völlig verwirrt. Der weiß nicht, Scheiße, der Pilot ist verstorben, was mache ich jetzt? Ne? Also, und das wäre doch ein, das wäre die ideale Geburtsstunde, sich neu zu erfinden. Und zu sagen, ja, dann machen wir halt Pilot, zumindest in dem Bereich, wo wir eh zuständig sind. Mit denen vielleicht. Ja, aber das ist genau der Punkt, dass man da dann wirklich die richtigen Hebel bedient. Ja, ich erlebe das auch ähnlich, dass bei Vorstellungsgesprächen, wenn irgendein Schnuppertermin vereinbart wird, die Jugendlichen ja auch mit den Eltern dann kommen und wir teilweise ja viel mehr Fragen gestellt kriegen von den Eltern als von den Jugendlichen selber. Also die stehen teilweise total daneben in dem Gespräch. Und ich bemühe mich dann immer sehr, dass ich die Jugendlichen mit einbeziehe, dass ich nur mit Erna rede, dass ich die Eltern ein bisschen außen vor lasse. Natürlich bin ich höflich und versuche, ihre Fragen zu beantworten. Aber ich habe schon sehr oft das Gefühl, dass man die Eltern überzeugen muss, dass das der richtige Lehrplatz ist für das Kind. Also nicht nur, also es gibt schon auch die sehr bestimmt sagen, ich wollte das machen. Die Eltern haben eher gesagt, Industrie, sicher, da in der großen Lehrwerkstätte die Lehre abzuholen, genau, du hättest das Potenzial dazu. Und das ist einfach dieser Knackpunkt, das aufzubrechen, dass man dann da wirklich sagt, die Lehre ist einfach auch modern und da wird was geboten und da kann ich eben aus diesen Schulstrukturen ausbrechen, was ja doch zumindest bei unseren Lehrlingen sehr oft angesprochen wird, dass eigentlich ja nicht mehr so klassisch in die Schule gehen wollen und deswegen sich für die Lehre entscheiden. Ja, und das ist jetzt wieder ein anderer Knackpunkt. Wir merken, also ich habe wirklich vom kleinsten Betrieb bis zum Industrielehrling alles in meiner Schule. Da gibt es eine Auswahl. Früher hast du die Lehrverträge im Juli gemacht und dann ist die Anmeldung in die Schule gekommen. Da gibt es ein Auswahlverfahren in den großen Firmen, sprich Föst und so weiter. Die haben eine Testung. Die nehmen die Besten, die noch da sind am Arbeitsmarkt, die eine Lehre machen wollen, haben aber zusätzlich Lehrwerkstätten, weil sie sich einfach noch zusätzlich bilden. Und dann bleiben die anderen, die diese Testung nicht geschafft haben, für die kleineren Betriebe über. Und da sind ja nicht nur immer schulische Komponenten, sondern auch soziale Komponenten ganz stark dabei. Dann kommen die Lehrverträge noch bis Ende Dezember in die Schule. Okay? Und das ist dann auch schwierig. Ich habe viele Betriebe, die sagen, ich tue mir das nicht mehr an, ich schaffe das nicht mehr, so einen auszubilden. Ich muss den erst einmal erziehen. Ja, aber bei mir fangen sie dann schon ein bisschen vorher an, dass ich doch, also wie gesagt, ich höre sehr oft das Argument wenn bei unseren Lehrlingen, warum sie die Lehre machen, eben dieser Weg weg von diesem klassischen Schulunterricht. Aber es gibt kaum jemanden, der dann sagt, obwohl ich einen Einser-Vorzug habe, bin ich jetzt da zu euch gekommen, sondern da kommt dann schon so oft, weil ich halt auch nicht recht gut bin in der Schule. Und da rede ich jetzt nicht von lauter nicht genügend Kandidaten, sondern die einfach durchschnittliche Schüler sind oder vielleicht ein bisschen unterdurchschnittlich sind. Wobei wir aber dann wieder bei den Talente ankommen, in meinen Augen, weil es ist jetzt für uns Betriebe nicht wesentlich, ob ein Englischer sehr gut hat oder befriedigend oder gar ein Vierer. Aber was wir halt ganz stark merken in den letzten Jahren und was wirklich auch zur Herausforderung wird im täglichen Leben mit den Lehrlingen im Betrieb, sind diese mangelnden Mathematikkenntnisse, die wirklich die Grundrechenarten betreffen. Da reden wir von Flächenberechnungen, Umwandlungen,
Quadratzentimeter in Millimeter und solche Geschichten, wo wir wirklich Grundausbildung nur machen müssen, die man eigentlich ja voraussetzen würde, wenn uns aus dem Pflichtschulsystem rauskommen. Und das hat sich in den letzten 5, 6 Jahren wirklich massiv verschlechtert, und wenn dann die Lehrlinge in den Betrieb kommen, merken die das natürlich, dass dann die Facharbeiter, die arrivierten Mitarbeiter dann auch sagen, ui, da sind ja Defizite. Und dann kommt man in so einen Kreislauf rein, wo man eigentlich schon einen schlechten Start mitkriegt in einen Beruf, den man eigentlich frei gewählt hat. Wobei du da ja Inhalte der Mathematik ansprichst, die man in der ersten Unterstufe hat. Also ja, wenn das nicht, ja. Ich möchte jetzt ganz kurz den Bogen noch spannen. Die Politik, die Sozialpartner sitzen sozusagen auf der Bildung. Ich möchte da beim Herrn Reithuber noch einmal... Also auf der Lehrbildung, ne? Das wird abgespalten quasi vom restlichen Bildungssystem in der politischen Denke. Ja, genau. Das ist falsch. Auch das ist falsch, möglicherweise. Völlig falsch. Ja. Jetzt haben wir uns im Vorfeld ja unterhalten, und auch die Frau Elsbrunner hat auch es kritisiert, dass es die Aufnahmeprüfung ja nicht mehr gibt für die HTLs. Die sind ja gesetzlich abgeschafft worden. Gleichzeitig schießen die HTLs wie die Pilze aus dem Boden. Ja, man hat das Gefühl, der Politiker freut sich, vielmehr eine HTL zu eröffnen. Ich habe noch kaum einen Politiker gesehen. Der Bandeldurchschneider ist insgesamt. Ja, Bandeldurchschneider ist ja super. Ja. Und ich habe aber noch nie einen Politiker gesehen, der einen Lehrbetrieb ehrt oder einen Lehrbetrieb eröffnet und das Bandel durchschneidet. Wie passt das zusammen? Wir haben eine demografische Rückwärtsentwicklung der Jugendlichen. Wir haben die Politik, die jetzt da in der Nähe in Linz ja eine 800 Personen große HTL hochziehen will, obwohl viel zu wenig Schülerinnen und Schüler da sind. Es passt überhaupt nicht zusammen, und wir lobbyieren massiv gegen diesen Trend hier noch, obwohl wir in Oberösterreich schon HTL-Überkapazitäten haben, noch eine weitere aufzubauen. Und genau da würden wir auch in den Lehrlingsbereich weiter hineingrasen. Mhm. Nicht nur wegen der Werteinheiten wird das gemacht, sondern ganz einfach, wenn jemand sagt, ich gehe dorthin und er hat einen Rechtsanspruch darauf und den hat er bei positiven Noten ohne Ausschlussprüfung, dann können wir die nicht zurückweisen. Obwohl wir wissen, dass da einige dabei sind, die viel besser und ein glücklicheres Leben hätten, würden sie in die duale Ausbildung hineingehen. Und das ist das Problem. Also ich hoffe, dass diese 800 Plätze in Österreich nicht wirklich umgesetzt werden. Das würde eine Kannibalisierung der umliegenden Bereiche mit sich bringen und die Sache noch verschärfen. Wir haben ganz einfach die Jugendlichen nicht. Und weil Sie erst angesprochen haben, die Fähigkeiten in der Mathematik, ich muss hier eine Lanze brechen. Wir haben nach wie vor höchst leistungsbereite junge Menschen, die, fahren wir wieder zur Formula One in Schools, zu der Formel 1 Rennen in Abu Dhabi mit einer Gruppe, die arbeiten Tag und Nacht für nur die Möglichkeit, dorthin gehen, das mitzuerleben. Auf der anderen Seite haben wir Menschen, die aufgrund vielleicht auch von Sättigungserscheinungen unserer Gesellschaft, wofür sie gar nichts dafür können. Schön, dass sie in einem Schlaraffenland aufwachsen können, wo ihnen alles hineinfällt, wo Leistung ein Wort ist, das irgendwo vom Großvater her noch vererbt wurde. Ja. Und wir haben im vergangenen Jahr einen Schüler verloren im Oktober, der mir gesagt hat, durchaus eine Perspektive gehabt hätte. Wenn ich gewusst hätte, dass ich bei euch eine Hausübung machen muss, dann wäre ich gar nicht gekommen. Und er war weg. Vor 10 Jahren haben wir den Samstagunterricht abgeschafft. Wir haben es gelernt, ohne den Samstagunterricht das von uns erwartete Ingenieurniveau noch zu erreichen. Wir müssen noch lernen, dieses Niveau ohne Hausübung zu erreichen. Und vorgestern haben wir 3 Schüler aus einer ersten Klasse verloren, die gesagt haben, aber 38 Stunden in der Woche und nie zum Mittag nach Hause gehen, das tue ich mir nicht an, und weg waren sie. Ja? Aber in diesem Fall nicht in der Lehre, ja, wo sie, sondern zurück in die Oberstufe. Und das ist auch ein Problem, das sich mit diesem Qualifikationsthema noch zusätzlich überlagert. Und daher, wir bemühen uns jetzt, Schüler aus Spanien zu bekommen, aus Ungarn, aus Albanien. Wenn wir qualifizierte Zuwanderung bekommen durch meine UNIDO-Kontakte zu Vietnam, warum nicht auch aus Vietnam, die relativ gut Deutsch können, weil das aufgrund der Vergangenheit mit der DDR stark gekoppelt war. Kurze Frage, Sie versuchen Schüler für Ihre HTL? Genau.
Aus Spanien nach Österreich? Genau. Kostet den Partnerbetrieben, bis er die Matura hat, 37.000 Euro pro Kandidat. Das ist Risikokapital. Die Firmen lechzen nach Absolventen, lechzen nach, nach Facharbeitern. Ja. Wir haben zu wenig. Kinder statt Kinder, ne? Also, ja. Ist ein Thema. Ne? Also, das mit wie viel Jobangeboten wird kein Politiker laut sagen. Ne? Das geht natürlich in der derzeitigen Stimmung. Ja. Ausländer auszubilden, geht das gar nicht. Also, erstaunlich. Ne? Das passiert hinter den Kulissen einer Diskussion, die in der Öffentlichkeit ganz anders ausschaut. Ja, aber das ist ja in den Betrieben auch schon angekommen. Ja, ja, schon. Weil wie sollen wir unseren Facharbeiterbedarf decken, ich versteh's, ohne dass man auf aber Fachkräfte kommst, aus dem Ausland dann auch teilweise zurückgreift. Kommst politisch damit nicht durch. Da, also die Mehrheit in der Gesellschaft sagt im Moment, das ist ja Wahnsinn. Ne? Jetzt holt der Wahnsinnige auch noch Vietnamesen. Ne? Fies zu teppern. Ne? Also, das geht ja nicht. Ne? Qualifizierte Zuwanderung geht noch nicht. Das gehört korrigiert. Ja. Aber Spanier kann ich mal holen, weil es die EU ist. Ist mir klar. Ja. Nein, wir war immer der Meinung, natürlich die Zuwanderungspolitik ist in vielen Bereichen völlig planlos, über Jahrzehnte gewesen. Und die Migrationspolitik auch. Ja? Aber die Zuwanderungspolitik ist natürlich was anderes als Migrationspolitik. Ja. Ja, also in Flüchtlingspolitik. Ja. Ja? Das haben wir nie geschafft, auseinanderzuhalten im österreichischen Diskurs. Franz, deswegen muss man sowas im Geheimen machen. Du hättest noch einen Hinweis gehabt für Franz? Ja, wir sprechen nämlich doch auch, weil immer wieder das Geld, also ohne Geld kein Musik, alte Geschichte. Die Lehrlinge bekommen ja das Geld von uns bezahlt. Es gibt ja kein Stipendium. Also das ist ja alles ganz weit, weit überwiegend von der Wirtschaft getragen. Und da wäre schon mal höchst an der Zeit, dass man nicht nur Wortspenden bekommen, sondern man sagt, bitte, also ein Minimum ist, dass man die Schulen gescheit ausstattet. Ich höre immer wieder von den Berufsschulen, die haben kein gescheites Material, keine guten Geräte und so weiter, damit sie damit arbeiten können. Das kann nicht aus Spenden und Gutwill entstehen. Das muss sich ändern. Okay. Ja. Das ist eine Frage der Wertigkeit. Darf ich da schnell noch was dazu sagen? Bitte noch ganz kurz, wir kommen schon am Ende. Recht. Ich habe das Glück, seit 2009 neue Werkstätten und neue Labors in meiner Schule zu haben. Und ich habe das Glück, dass ich einen guten Stellvertreter habe. Oder Betriebe? Bitte? Haben Industriebetriebe bezahlt, oder? Nein, wirklich vom Land Steiermark bezahlt. Wirklich, wir haben eine ganz tolle Schule. Mit den Oberösterreichern. Ich möchte aber da jetzt mit dem dualen System noch anklopfen, was ich von vorher auch ein bisschen angesprochen habe. Ich gebe Ihnen völlig recht, wir schauen zu wenig hin, was wir eigentlich für eine tolle Ausbildung in Österreich haben. Viele andere Länder bewundern uns dafür, dass ein Lehrling vom ersten Tag an bezahlt bekommt für das, dass er ausgebildet wird. Und wenn wir uns jetzt anschauen, die ganzen Berufsweltmeisterschaften und so, wir haben so gute Lehrlinge, wir stehen so gut da. Die Lehrlinge werden auch jetzt Gott sei Dank schon ein bisschen medial gefördert, ein bisschen, sage ich. Niemals wird ein Betrieb dahinter dargestellt, wie viele Stunden der da investiert, wie viel Geld da investiert wird, auch von der Schule, wie viele Lehrer sich da engagieren, ehrenamtlich, um diesen Lehrling dorthin zu bringen, dass der eine Silbermedaille, ist ein Schüler von mir gewesen übrigens, jetzt in Kasan gewonnen hat und so weiter. Und das finde ich so schade. Wir müssten eigentlich dieses duale System medial noch viel mehr aufbereiten. Machen wir heute. Was, es wird in Österreich, und ich bin selber sportlich, also alles, was mit Sport zu tun hat, voll dabei. Während jeder Sportler, der in Österreich gut ist, wird dargestellt. Ein Lehrling wird einmal in der Zeitung erwähnt und dann war es das. Und der Betrieb dahinter und die Leute, die ihn gefördert haben, werden überhaupt nicht präsentiert. Aber Herr Stolzner? Nee, ich wollte einhaken, bin völlig bei Ihnen, deswegen wollte ich noch mal einen Gedanken aufgreifen, Herr Wammann, der von Ihnen gekommen ist, wo Sie sagen, Sie sind nicht so happy mit der Wirtschaftskammer, dass sie beim nationalen Qualifikationsrahmen lobbyiert hat, dass hier die Lehre abgegradet wird. Ich finde, da hat die Wirtschaftskammer richtig gehandelt. Ich verstehe Ihren Grundgedanken, dass Sie sagen, eigentlich geht man dieser Fetisch-Akademisierung auf den Socken. Ja. Ja,
Den Grundgedanken verstehe ich, aber das ist halt mal die Sprache, die international verstanden wird. Ja? Österreich hat ja auch deswegen so eine niedere Akademikerquote, weil bei uns gewisse Ausbildungszweige eben nicht drin sind. Also in Irland ist jeder Polizist der akademische Beruf zum Beispiel. Ja? Bei uns nicht. Haben wir 65% haben die Akademikerquote. Und jetzt geht es mal nicht um die Quote, aber ich bin dafür, nachdem unsere Arbeitskräfte immer internationaler werden. Ja? Ein Neffe von mir hat eine großartige Lehre gemacht in Vorarlberg und der ist mit 21 schon draußen gewesen, von Las Vegas bis Hongkong. Überall baut er seine Kräne, bist du deppert. Ja, also Lebensverdienstkurve wahrscheinlich besser als viele akademische Abschlüsse. Da müssen wir mal drüber reden. Da sollte die Wirtschaftskammer eine Studie machen, was für Chancen da sind. Und dann bin ich aber auch der Meinung, dass diese Währung als harte Währung international verstanden werden muss. Deswegen bin ich der Meinung, wer eine Lehre mit Matura und einer Meisterprüfung hat, der sollte kombiniert mit Berufserfahrung den Bachelor-Abschluss bekommen, beziehungsweise den Bachelor gleichgestellt werden, entlang der Logik, kein Abschluss ohne Anschluss, damit so eine Person, auch wenn sie will, nicht, dass jeder muss, aber es muss die Perspektive immer da sein auch. Das hilft, glaube ich, damit ich nicht das Gefühl habe, ich investiere mich in eine Sackgasse, dass er auch einen Master anschließen kann. Letzter Punkt, in dieser Logik hat natürlich die öffentliche Hand die Kosten für die Meisterprüfung zu zahlen. Also das verstehe ich überhaupt nicht, dass wir sagen, wir haben die Universitäten frei, mehr oder minder, ja, je nachdem. Die Lehrabschlussprüfung ist auch. Und die Lehrabschlussprüfung muss man zahlen und Meisterprüfung dann auch. Das gehört natürlich behoben, weg damit. Ja, aber nur eine Zahl, uns kostet ein Lehrling in der gesamten Ausbildung 30.000 bis 40.000 Euro. Bei SKF 70.000 im Lehrlingsverbund in Steyr. Natürlich, in Industrie ist wieder anders, ja. Aber das trifft sich mit Ihren 37.000 aus Spanien. Meine Damen, meine Herren, ich muss jetzt unterbrechen. Wir sind schon fast am Ende dieser Sendung. Wir haben aber noch einen Einspieler vorbereitet, nämlich wieder bei den Jugendlichen der neuen Mittelschule in Theiskirchen. Und wir haben 7 Schüler befragt, warum sie sich für die Ausbildung oder die Bildung entschieden haben, für die sie sich entschieden haben. 7 Schülerinnen und Schüler haben sich entschieden, 2 machen eine Lehre, 2 eine HTL und 2 gingen ins Borg und 1 in die HBLW. Und die Frage war, warum hast du dich für eine Lehre oder eben für die weiterführende Schule entschieden? Schaut selbst. Ich habe mich seit der 3. Klasse intensiver mit dem Thema Programmieren beschäftigt. Ich habe zum Beispiel einen 3-Tages-Kurs in der HTL Braunau besucht und habe daheim auch kleine Programme geschrieben oder mit Raspberry Pi zum Beispiel ein Netzwerklaufwerk aufgesetzt. Und deswegen haben wir dann dazu gekommen auf die HTL Christkirchen. Weil ich mich einfach interessiere und ich möchte da Matura machen, dass ich dann womöglich Informatik oder Sonstiges studieren kann, wenn mich nochmal was interessieren sollte. Weil mir gefallen eher die Sachen im Praktischen sind und ich tue auch gern was. Weil ich muss ja daheim, es sind ein wenig ländlicher, sage ich jetzt einmal. Ich muss da hier unterhelfen und ja, da bin ich schon ein wenig vertrauter, sage ich jetzt mal damit. Ja, es hat keinen bestimmten Grund gegeben. Es war halt nicht, dass die Schule auch in der Nähe ist und dass es alles so passt. Weil ich mir eben in der Schule recht leicht tue eigentlich und gute Noten habe. Und ich möchte halt eben auch die Matura abschließen und ich komme in kurzer Zeit eigentlich zur Matura und das ist mir wichtig. Ja, also ich wollte halt dann auch einfach nur mehr lernen, wenn ich in eine weiterführende Schule gehe. Und das lerne ich ja beim Studieren auch halt einfach, damit ich dann was Akademisches machen kann. Ist dir das wichtig? Ja. Hier sehen wir, dass auch Lehrlinge, zukünftige HTL-Besucher relativ genau wissen, was sie interessiert. Bei den Mädels, die wir gehört haben, das ist noch nicht klar. Und ich möchte da jetzt unsere Heartbeat-Lehrlingsakademie, die wir im Netzwerk mit allem zitieren. Die wesentlichste Aufgabe von Bildung bzw. Ausbildung muss es sein, den Jugendlichen dabei zu helfen, sich darüber klar zu werden, was kann ich gut, was macht mir Spaß, denn nur dann wird er dort echt spitze und sehr gut werden. Und das hat das Bildungssystem bisher noch nicht 100% inhaliert. Gehen wir dort d'accord? Ja. Wie bei Ihnen. Sind Sie da bei mir, Herr Rettow? Sie schauen jetzt ein bisschen kryptisch. Von Ihrem Ansatz, ja. Ja. Gut, liebe Damen,
Meine Herren, wir sind am Ende dieser Sendung angekommen. Es sind 64 Minuten gewesen. So schnell vergeht die Zeit. Und ich bedanke mich für die engagierte, für die inhaltsstarke Diskussion im Rahmen des ersten Metalltalks von Netzwerk Metall. Und ich bedanke mich bei meinem Team vor und hinter der Kamera für die Zusammenarbeit. Und ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für den Besuch hier im Studio und an den Bildschirmen zu Hause. Ich hoffe, wir konnten Ihnen einige interessante Einblicke in die Metallbaubranche geben und auch einige interessante Einblicke rund um das Thema Lehre. Und sage danke, bis bald. Unsere nächste Sendung, der Metalltalk, wird ausgestrahlt von der Firma Metallbau Handel in Katzdorf. Bis dahin wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren, eine gute Zeit und bis bald.